grüße Sie. Sie haben seit 2007 aus dem Iran berichtet, die letzten 5 Jahre als Leiterin des Studios in Teheran. Jetzt schreiben Sie, die Einreise in den Iran sei derzeit für Sie zu gefährlich. Was ist der Grund? Ja, das war gar nicht so sehr meine eigene Entscheidung, sondern eher eine Entscheidung meines Senders. Und der hat sich deshalb dazu entschieden, mich nicht mehr in den Iran einreisen zu lassen, weil das eine Reisewarnung für mich gab vom Auswärtigen Amt. Sie hatten Angst, dass man mich als politische Geisel nehmen wird. Und gerade wenn man sich die letzten Monate anschaut, die außenpolitischen Beziehungen zum Westen und im Iran sind ja immer weiter, haben sich ja immer weiter verschlechtert. Das Ganze ist ja immer weiter eskaliert. Das Atomabkommen steht kurz vor dem Aus. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, es macht keinen Sinn mehr. Und von München aus zu berichten, das kann man vielleicht 1-2 Monate machen. Aber irgendwann habe ich selbst auch gesagt, wenn ich in das Land nicht einreisen kann, auch wenn ich natürlich mich schon sehr gut auskenne, aber die Stimmung verändert sich ja auch innerhalb des Landes, auch von den Leuten. Und wenn ich da nicht mehr einreisen kann, dann kann ich dann auch nicht mehr das vertreten, dass ich die Korrespondentin aus diesem Land bin. Welche Repressionen, welche Einschränkungen haben Sie konkret vor Ort als Korrespondentin erlebt? Ja, also Journalistin im Iran zu arbeiten, sage ich immer, ist, also ich war in vielen Ländern schon unterwegs und habe journalistisch gearbeitet, aber nichts ist vergleichbar mit dem Iran, also weil man wirklich dort kaum Bewegungsfreiheit hat. Also man wird auf Schritt und Tritt überwacht und selbst wenn man dann irgendwas schafft, dann will man es ja veröffentlichen und dann werden natürlich die Behörden wieder darauf aufmerksam gemacht. Ich meine, sie haben auch alles, was ich berichtet habe, am nächsten Tag in Farsi die Übersetzung auf dem Tisch liegen gehabt in den Kontrollbehörden und bei den Geheimdiensten. Und natürlich ist man da einem enormen Druck auch ausgeliefert, über die Wahrheit zu berichten, während es 1000 Angestellte gibt dort vor Ort, die einen daran hindern wollen, die Wahrheit in die Welt zu transportieren. Wie konkret funktioniert das Arbeiten gerade als Fernsehjournalistin in einem Land oder in einer Stadt wie Teheran, in einem Land wie Iran? Naja, man gehört zum Feindbild des Staates. Das heißt, man kommt keine Hilfe, ja, ob es um Zahlen geht, ob es um Umfragen gibt, ob es um Methoden geht, was auch immer in dem Land vonstatten geht, muss man sich im Grunde genommen selber erarbeiten. Man wird selten auf Pressekonferenzen eingeladen und wir haben immer weniger an Informationen bekommen und auch Reisegenehmigungen oder Drehgenehmigungen wurden immer weniger ausgesprochen. Das heißt, wir kamen kaum noch in die Provinzen und selbst da, wenn wir dann dort waren, hat der Geheimdienst schon auf uns gewartet. Das heißt, es war ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, um einen kleinsten Beitrag zu produzieren. Also du darfst nirgendwo dabei sein, wo eigentlich was passiert. Und dann ist es natürlich in einem Land, in dem so viel passiert und so viel Unrecht passiert und du als Journalist enorm gefordert bist und eigentlich ständig berichten müsstest, die ganze Zeit gehindert daran. Und das macht einen schon... Das bereitet einem Dauerstress, weil man natürlich auch als Journalist das berichten will, was dort passiert. Sie schreiben auf Twitter, Sie seien im Iran auch verhaftet worden und vom Geheimdienst verhört worden. Der Pass sei Ihnen abgenommen worden. Können Sie uns was über die Hintergründe erzählen? Ich habe das ja nie kundgetan, aber das ist eigentlich das tägliche Leben von uns gewesen im Iran. Diese ständigen Verhöre und jetzt kommst du mal mit und dann kommst du mal, setz dich mal in den Minibus rein und bleibst da 2 Stunden sitzen und dir wird das Material abgenommen. Und also das ist das tägliche Geschäft, wenn du im Iran arbeitest als Journalist. Das bekommt man, darüber hört man nicht so viel, weil es eben so wenig Journalisten gibt vor Ort. Und natürlich habe ich in der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe, einen Teufel getan, darüber zu reden, weil natürlich kann man dann es vergessen, weiterhin dort zu arbeiten. Und das wollte ich nicht riskieren. Lieber habe ich das geschluckt und habe diese ganzen Hürden auf mich genommen und hatte zumindest noch diese Stimme im Iran, um über die Menschen zu sprechen und habe natürlich dann auch das geopfert, also quasi... Ja, quasi unsere Angst, die wir als Team auch oft hatten, der Berichterstattung geopfert. Ja, also das ist schon,
Das geht nur auch mit einem Team, die alle für die Sache brennen. Weil normalerweise könntest du dir sagen, warum mache ich das? Also warum tue ich mir das an? Dann gehe ich doch in ein anderes Land. Aber gerade wenn du da stehst und du bist der Einzige, der über Proteste berichtet und du stehst im Land und natürlich hört man dir dann zu, dann hat es einen enormen journalistischen Wert. Gab es für Sie den Moment, wo Sie gedacht haben, das ist jetzt nicht einfach nur ein Verhör zur Einschüchterung, sondern hier komme ich jetzt unter Umständen nicht mehr raus? Es gab zwei Situationen, die mir wirklich Angst eingejagt haben. Das eine war schon eine Interrogation mit dem Geheimdienst, in dem ich in ein Hotel kommen musste und da saßen 8 Männer und es war so eine Suite und die haben mir enorm Angst versucht einzujagen und die wussten alles über mich bis zu meinem Studium, wo ich in Deutschland studiert habe und sie haben mir gesagt, dass ich nicht mehr kommen soll und ich habe gesagt, ich werde weiter berichten. Also dann, ihr könnt mich nicht daran hindern. Das ist mein Recht darauf. Ich bin als Journalistin hier akkreditiert und ich werde berichten. Und die haben mir richtig Angst eingejagt, weil sie gesagt haben, ja, ich meine, du weißt ja, was mit Journalisten hier passiert. Es kann auch sein, dass ein LKW-Fahrer dann vom Weg abkommt und so weiter. Also die haben schon enorm, enorm Druck ausgeübt auf mich. Und die zweite Situation war die, dass wir 2009 als Journalisten bei der Grünen Bewegung natürlich auch sehr bekannt waren. Es ist so, dass der Geheimdienst die Bilder von uns hat, die wissen, wie wir ausschauen. Natürlich sind die ganze Zeit auf Suche nach uns, dass wir uns nicht bewegen, dass wir die Demonstranten nicht filmen, dass wir nicht zeigen, wie das Regime mit den Demonstranten umgeht. Und da saßen wir so ein bisschen tiefer gesetzt in einem Auto an der Kreuzung und ich rutschte so immer weiter runter und dann waren wir aber an dieser Kreuzung so stuck und wir kamen weder nach vorne noch nach hinten und wir waren an einer riesen Kreuzung, es war die Vallière und plötzlich hörte ich so 300 Motorräder, die von Norden Richtung auf dieses Auto zukamen, also nicht nur auf das Auto, sondern auf die Kreuzung, da waren eben Demonstranten und es waren Basij-Milizen und das sind diese Schlägertrupps der Revolutionsgarde, die wirklich blutunterlaufene Augen hatten, die nur Wut in ihren Augen versprühten und Zorn und die nicht mehr bei Sinnen waren, die alle bewaffnet waren und ich wusste, wenn ich da jetzt nicht, also wenn die mich entdecken, ich weiß nicht, was mir dann passiert. Und da hatte ich schon, also da klopfte mir, glaube ich, das Herz aus den Augen heraus. Also da kamen wir aber dann konnten das Auto schnell verlassen und kamen da weg. Aber das sind natürlich Situationen, die du als westliche Journalistin in diesem Land ertragen musst. Und ich denke mir immer, ich habe die ARD hinter mir, ja, die stärken mich, die würden mich irgendwie rausholen. Darauf habe ich immer vertraut, dass sie alles in Bewegung setzen würden, wenn mir was passieren würde. Aber wie geht es all meinen journalistischen Kollegen in dem Land, die nicht diese Rückendeckung haben, die niemanden haben, der für sie einspringt, die nicht aus dem Gefängnis rausgeholt werden? Und das ist also den Journalisten im Iran geht es wirklich verheerend. Sie werden, es gibt ja sowieso keine freie Presse, also sie haben ja gar nicht die Möglichkeit, in normalen Zeitungen oder im Fernsehen zu arbeiten. Aber selbst wenn sie dann in Blogs oder auf Facebook nur einen Post bringen, werden sie abgeholt und inhaftiert. Im Vergleich zu 2009, in dem es fast noch sowas wie eine kritische Presse gab, sind die alle weg. Sie sind entweder im Ausland, sie sind emigriert oder sie sind im Gefängnis und das ist natürlich tragisch für ein Land, in dem es so viel zu berichten gibt mit 80 Millionen Einwohnern und keiner sagt mir Was etwas. bedauern Sie am meisten jetzt, wo Sie nicht mehr einreisen können? Vor allem mit Blick auf die Themen, die es zu berichten gilt. Ja, also ich habe auf meinem Handy noch eine Liste von Themen, die ich noch vorhatte, aber die nun jetzt erstmal auf meinem Handy bleiben. Es gibt so eine Bandbreite von Themen und ich wollte schon auch, es war schon immer so ein bisschen mein Wunsch oder auch fühlte ich es als Aufgabe, einen anderen Iran, also den, der wirklich existiert, zu zeigen, mit seiner Parallelgesellschaft, mit Menschen, die einfach das machen, was wir auch machen, Partys feiern
und tolle Hochzeiten und kreative Menschen und Künstler und Pokernächte und all diese Dinge. Also das, ja, eines Tages werde ich noch mal irgendwie vielleicht einen ganz großen Film machen können, aber im Moment, in den momentanen Verhältnissen oder auch in der politischen Anspannung sehe ich da im Moment keine Aussicht auf eine Einreise in nächster Zeit. Sie schreiben, Sie werden dennoch weiter über die Region berichten. Können Sie schon ein bisschen konkreter verraten, wie das aussieht? Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht in Spanien auftauchen. Ich werde jetzt in dieser Region bleiben. Die fasziniert mich. Es gibt genug Brennpunkte und sehr viel konkreter werde ich jetzt noch mal nicht. Okay, dann erstmal vielen Dank und alles Gute. Sehr, sehr gerne. Danke. Thank you.